Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich stehe hier auf meiner angefangenen Brücke vor dem Eingang des Jurassic Parks. Und wir wollen heute mal mit dem Hubschrauber erkunden, was für Schaden das Update 2 hier angerichtet hat. Und die Maßnahmen, die ich dann getroffen habe, um das einigermaßen zu reparieren. Wir machen jetzt mal einen Rundflug, um uns anzuschauen, was das Update 2 hier für einen Schaden angerichtet hat im Jurassic Park. Als die Sachen hier zusammen kollidierten. Meine gespeicherte Welt wurde hier teilweise aufgefressen von dem Update 2. Hier, wo Urwald war, ist jetzt die neue Welt generiert. Ein Farmerland. Und man sieht noch genau die Reste des Urwalds hier. So Stückchen von den Bäumen hier mitten in der Landschaft stehen geblieben. Sehr seltsam. Was soll auch jetzt ein Bauernhaus hier in meinem Urwald, wo ein Jurassic Park entstehen soll? Alles Reste in der Luft. Die werden von alleine auch nicht weggehen. Da werde ich noch Hand anlegen müssen. Wahrscheinlich viele Stunden Arbeit, um das alles wieder zu renovieren. Abgesehen davon ist der Zugang zum Meer, den ich hatte, auch hier ziemlich ramponiert worden. Mit Höhenunterschiede im Wasser. Und es wurde hier abgeschlossen, es ist also nur noch ein kleiner Teich. Die Reparatur ist angefangen, ist aber noch nicht fertig und da kann man stundenlang noch dran machen. Und wenn wir das geschafft haben, dann bauen wir auch hier an den Jurassic Park weiter. In der Zwischenzeit sind da schon ein paar Kleinigkeiten weiter entstanden. Ein Schild, ein Kassenhäuschen, Parkplätze und Wege. So, dann gucken wir uns mal an, was das Wasser hier angerichtet hat. Der Hubschrauber fliegt jetzt ziemlich langsam am Anfang. Ist auch eventuell realistisch, aber gut, es kostet ein bisschen mehr Zeit und flitzt nicht sofort auf voller Pulle. Hier sehen wir ganz gut, die Brücke sollte hier mal die andere Insel erreichen. So war das mal gedacht. Da ist sie, geradeaus bis hierhin. Und wie wir sehen, haben wir hier schon wieder diesen komischen Höhenunterschied. Also wie das mit der Brücke sein soll, weiß ich nicht, wie man das ausgleicht. Seht ihr hier? Ein Wasserteil ist höher wie das andere. Also das alte Wasser kollidiert mit dem neuen Wasser. Und so geht das hier die ganze Fläche durch. Manchmal haben wir auch am Land so eine Platte Wasser. Was das mal soll. So, abgesehen von der Brücke, die muss man ja nicht unbedingt hier weiterbauen, habe ich das aber schon auf der anderen Seite repariert. Und wir können uns das ja mal anschauen, was daraus wurde. Hier ist die U-Boot-Forscherstation.
die früher Zugang zum offenen Meer hatte hier. Ich habe jetzt, um den Höhenunterschied des Wasserspiegels auszugleichen, einfach ein bisschen Land hochgezogen. Das seht ihr hier gerade vor uns. Und ich glaube, man kann damit leben. An den Farben und an der Formation kann man natürlich noch arbeiten. Das ist jetzt mal ein Anfang. So gleiche ich dann den Höhenunterschied des Wassers aus. Rechts ist das Wasser höher wie links. Überall, wo diese komischen Felsen rauskommen, da gab es einen Fehler, den ich einfach mit Land jetzt überzogen habe. Hier habe ich ein bisschen von dem höheren Wasser stehen lassen. Das sieht gar nicht schlecht aus. Ihr seht schon ein bisschen, dass hier war ich noch nicht dran. Hier muss ich das noch ein bisschen abflachen. Das sieht noch ein bisschen seltsam aus. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man damit leben. Habe ich das Beste aus dieser Panne gemacht. Hier sieht man ganz deutlich, rechts hier das Wasser eine ganze Stufe höher und links hier tiefer. Durch den Felsen gleicht sich das aus. Ich überlege mir sogar, ob ich da vielleicht so einen Wasserfall mal hinkriege. Das muss ich mal testen. Ich weiß nicht, ob das geht. Da ich den Untergrund jetzt einfach aufgehoben habe, sieht man noch die Wasserpflanzen, die früher unten auf dem Meeresboden waren hier und Luftblasen abgegeben haben. Die machen das jetzt auch hier oben an der Oberfläche. Sieht ganz lustig aus. Sieht aus wie Gase, die aus der Tiefe des Ozeans hochsteigen. Hier auch wieder der Höhenunterschied, den ich hier durch den Felsen ausgeglichen habe. Das kann man alles noch verfeinern, aber so sieht es wenigstens wieder natürlich aus. Und ich glaube, so kann man damit leben. Was mir auch hier auffällt, ist diese Grafik. Man kann gar nicht mehr so weit gucken. Ich habe das schon auf der höchsten Stufe. Aber irgendwie ist das noch sehr seltsam. Entweder die haben das, um die Performance besser zu machen, da wegdividiert. Die Tiefe, ich weiß es nicht. Hier habe ich auch schon angefangen, die Bauernhäuser und die kaputten Bäume wegzumachen, das Land ein bisschen anzuheben. Hier sieht man noch ein paar von diesen halben Bäumen. Die muss ich noch wegmachen und dafür neue installieren. Ja, das sind die Überreste von dem Update 2. Hier habe ich die Bauernhäuser weggemacht. Die Landschaft ist gar nicht so schlecht. Hier können auch die großen Dinos vielleicht weiden. Die Langhälse oder wie die alle heißen. Und mit ein bisschen Retuschearbeit kriegen wir das schon hin. Wir lassen uns nicht entmutigen, sondern wir machen den Jurassic Park weiter. In der Zwischenzeit habe ich auch ein paar Straßen angelegt schon. Einfach um mal eine Idee, eine Form zu kriegen. Hier könnten wir dann die Dino-Käfige bauen. Ich glaube, das wird trotzdem ganz gut und wir werden hier mit einer Menge Spaß haben. So, beim nächsten Video werden wir dann hier endlich weiterbauen. Wie ihr seht, ist der Eingangsbereich auch schon gut angelegt mit einem Schild und einer Kasse. Und hier die Seite mit dem Wasser, die kaputt ist, die wird auch irgendwann mal repariert, aber die stört uns im Moment nicht. Also sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim Bau des Jurassic Parks im nächsten Video wieder. Tschüss.